Hi! Hallo, einen wunderschönen guten Abend oder guten Ja, Tag. stimmt Holt euch nicht. ein Handtuch, es wird wieder geschwitzt. Was denn? Heute mit ganz aktuellen News. Ja, ich freue mich Anfangs. drauf. Und wie es mit der Zukunft von dem Kanal aussieht, was wir für tolle Projekte hier planen. Bisschen Antis und die Fangemeinde. Ja. Ja, so kurz immer. So ist es. News Also kann man doch nur wirklich richtig dann vortragen, wenn die Kehle ein bisschen geölt wird. das ist Wie sehr gedenkst du wichtig. das durchzuführen, Lukas? Ich habe mich mal an dir orientiert, an dich gehalten. Und habe mal irgendwas gegriffen, was ich bis jetzt noch nicht kannte. Und das ist ein Biopilzner. Ein Ui. von den Vogelsberger Naturburschen. Tja, und du? Ich habe mir mal ein Beispiel an dir genommen und habe etwas aus dem englischsprachigen Raum besorgt. Nämlich einen leichten Schluck von Jack Daniels Gentleman's Jack. Einen Tennessee Whiskey der etwas milderen Sorte. Genau. Auch nicht schlecht. Dann lasse dir munden. Cheers. Zum Wohl. Also es ist wirklich fein herbwürzig. Bisschen Craft-Bier-mäßig. Oh, Schmeckt gut. Geht wirklich in die IPA-Richtung. Das heißt, wenn Muss man ein sich. ausgiebiger Produkttest haben. Lass mal in den Kommentaren da, ob Lukas und ich mal ein Sondervideo machen sollten zum Biertasting. So, wir probieren ganz neue Sachen aus. Ich würde mich Und freuen, damit zu wenn. den News. Ich würde mich freuen, wenn diese Kommentare positiv ausfallen. Genau. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Schwitzen im Sitzen Gaming News. Wir fangen gleich mal mit dem für dich wahrscheinlich wichtigsten an. Es wurde geleakt, dass es wohl einen neuen Teil Fallout New Vegas geben soll. Fallout New Vegas 2, ja, da ist die Freude groß. Ja, Riesenfreude, Riesenfreude. Ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Spiele, die ich mit so einer Euphorie verfolgt habe, gespielt habe, immer wieder neu angefangen habe, immer wieder neu gespielt habe, gemoddet habe, dann nochmal neu gespielt habe, wie Spiele aus der Fallout-Reihe und Fallout New Vegas einfach so ein großartiges Spiel, in dem wirklich alles möglich ist. Nachdem man von dem Fallout 3 kommt, wo man wirklich sehr stark an der Hauptstory sich entlanghangelt, ist Fallout New Vegas einfach so, okay, wir haben hier eine Hauptstory, aber who cares? Alles ist möglich. Man kann sich nicht nur für irgendeine Fraktion entscheiden, man kann nachher sogar selber sagen, hey, ich übernehme den ganzen Laden und mach's selber. Das war krass damals. Damals von Obsidian entwickelt. Die beiden Spielestudios Bethesda und Obsidian waren getrennt. Die Fallout-Marke war diffus irgendwie. Verteilt von Obsidian entwickelt. Man hat gemerkt, sie haben sich ganz viel bei Fallout 3 bedient an den einzelnen Charaktermodellen, haben aber eben was komplett Neues geschaffen. Jetzt, da Obsidian aber wieder von Bethesda aufgekauft wurde, konnte man eigentlich nur hoffen und erwarten, dass endlich ein neues Fallout kommt. Auch von Obsidian wieder mitentwickelt, wo der Rollenspielaspekt noch viel mehr im Fokus ist als jetzt in Fallout 4 oder auch in Fallout 76. Ja, ich bin gehypt. Ich Deswegen freue bleibt mich. nur zu hoffen, dass es auch wirklich kommt. Also es war jetzt, man muss dazu sagen, ein Leak. Es war noch nicht offiziell, es ist noch nicht offiziell bestätigt tatsächlich. Und vermutlich wird es auch noch ein großes Stück dauern, Im Leak bis heißt das es bestätigt wird. in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts. Ja, aber Ja, man kann mein davon Gott. ausgehen, dass diese Information relativ, ja, relativ sicher eigentlich ist. Genau, das zu Fallout New Vegas und dass Genau. es dir eine Riesenfreude schon bereitet, hat man jetzt gemerkt. Und ich denke, so wird es einigen gehen. Ich habe es nie gespielt. Aber Allein dieses wenn. Cowboy-Feeling, was man die ganze Zeit hat, das ist so großartig. Ja. Ja, deswegen wäre es eigentlich mal auch was. Eigentlich wäre es für mich, ne? Komisch, dass ich es nie gespielt habe. Ja. The Elder Scrolls 6. Auch von Bethesda. Bethesda hat so ein paar inoffizielle Ankündigungen jetzt durchgehen lassen müssen.
Ja, da ist einiges rausgeplumpst. Ja. Es heißt, man erwarte The Elder Scrolls 6 in 2026 oder 27. Also ebenfalls 5, 6 Jahre. Ja. Das hat mir natürlich ganz große Begeisterung entlockt, weil ich natürlich unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht. Also man kann davon ausgehen, dass die Geschichte weitergesponnen wird nach Elder Scrolls 5 und nicht nach Online, welches ja wiederum ein paar Jahre, 100 Jahre vorher spielte. Da haben sie ein Genau. bisschen Zeitsprünge gemacht, deswegen gehe ich davon aus, dass die Singleplayer-Reihe, und dazu gehört Elder Scrolls 6, wieder die Geschichte weitererzählen wird. Das heißt, Vielleicht, endlich sind die Todd Howard-Memes dann weg. und das fände ich ziemlich nice, wenn man doch mal ein bisschen mehr über die verschollenen Zwerge erfahren würde. Ah, oh, ja. Und ob sie überhaupt Zwerge sind oder warum die überhaupt diesen Namen haben. Das wäre echt schön. Ich meine, da gibt es Nee. noch viele, viele Möglichkeiten. Ist natürlich auch nicht viel bekannt. Aber wurde jetzt auch geleakt, wird wohl kommen. Haben sie schon mal Richtig. angekündigt, da gab es ja mal einen Trailer zu, jetzt keine Informationen mehr. Jetzt eben der Zeitraum, 5 Jahre vielleicht noch. Und ich glaube, wir können es versprechen. Das wird auf jeden Fall Content für diesen Kanal werden. Ja, neuen Content werden wir auf jeden Fall auch mit aufnehmen. Genau. Wenn das Spiel neu kommt, kommt. Und wir sind dabei. Ja, und noch eine Bethesda-Ankündigung ist Indiana Jones. Oh ja. Bethesda will ein neues Indiana Jones-Spiel entwickeln, Was? was sehr Sehr interessant krass. ist. Ja. Ja, seit den frühen 2000ern ist da eigentlich nichts mehr passiert. Ansonsten großartig. Und natürlich halt ganz, ganz alte Spiele. Vermutlich für NES oder. Auf jeden Fall ist es nämlich sehr erstaunlich, dass es das jetzt überhaupt möglich ist, weil es gibt ja das, ich glaube, LucasArts wurde, oder Lucasfilm Games heißt das jetzt, wurde, glaube ich, neu gegründet, nachdem es LucasArts ja nicht mehr gibt. Und das ist jetzt eine bestätigte Nachricht von Bethesda und Todd Howard. Es wird entwickelt von Machine Games zusammen mit Todd Howard und zusammen mit Lucasfilm Games. Und das ist ziemlich Spannend. erstaunlich. Und das ist eine großartige Neuigkeit, also dass da mal Da wieder. darf ich auch dazu sagen, eine weitere Neuigkeit, es wird ja auch weitere Indiana Jones Filme geben. Ja, die haben Teile vom alten Staff übernommen. Das ist gut, das wusste ich gar nicht, das ist sehr gut. Rate Das ist mal, wer schön. auf jeden Fall unterschrieben hat für eine bestimmte Anzahl, also nicht nur einen Film, sondern mehrere Filme, der auf jeden Fall wieder mitspielen wird. Hat Harrison Ford nochmal zugesagt. Ist der Mann nicht viel zu alt? Dieser Mann, der Ich ist ja fand. nicht schon über 80? Nee, das glaube ich noch nicht, aber ich fand, er wirkte schon ziemlich alt bei Star Wars Episode 7, wo er, oder jetzt sogar bei 9 ist er nochmal Richtig, aufgetreten. der hat für mehrere Filme zugesagt. Ja, wenn er Freude dran hat, ist doch schön. Er ist eigentlich auch der einzig Ah, wahre Indiana super. Jones. Super. Ich freue mich schon auf die erste Verfolgungsjagd von so einer riesen Steinkugel in oben zum Tempel und er mit dem Rolli davor weg. Ja, Da hätte ich mich schon. wir können gespannt sein. Eins fehlt uns noch, glaube ich, oder? Mindestens eins. Ein Spiel habe ich hier noch, also es gibt noch einige Ankündigungen, aber wir können jetzt nicht alle nehmen, aber ein Spiel für uns beide Genau. noch wichtig, weil auch für den Kanal interessant werden könnte. GTA 6 oder GTA 6 wurde Genau. jetzt auch nur geleakt, dass man dass man eine neue Spielmechanik ausprobiert. Es gibt aber noch nichts Genaueres über den Entwicklungsstand. Es wurde, glaube ich, nur geleakt, dass sich die Welt noch realistischer anfühlt, die NPCs einen noch individuelleren und abwechslungsreicheren Ablauf bekommen und dadurch die ganze Stadt lebendiger wirken soll. Was? Aber da gehe Aber ich ich mal weiß ganz jetzt stark nicht, davon wo aus. und mit wem. Und man sagte, genau einen männlichen und einen weiblichen Protagonistin wird es wohl Genau, geben. es wird auf jeden Fall wieder mehrere Protagonisten geben. Da sprechen schon mehrere Leaks dafür. Aus verschiedenen Richtungen. Aber wovon man auf jeden Fall ausgehen kann, ist, Rockstar-typisch wird dieses Spiel angekündigt, kurz bevor es fertig ist. Also wirklich kurz vor knapp. Du meinst, bis dahin Und werden wir uns mit irgendwelchen halboffiziellen Insider-Informationen genau, zufrieden dann geben wird es müssen. wieder tausende Mythen drüber geben, welche Stadt jetzt diesmal Dreh- und Angelpunkt sein wird. Welche Szenarien passen könnten. Ob es vielleicht irgendwie einen Vice City 2 wird, wie auch immer.
Aber ich glaube, bevor man den ersten wirklichen Trailer und die Ankündigung sieht, kann man gar nichts sagen. Leider, leider, leider. Aber ich Eins meine, noch, was wahrscheinlich in den cooles nächsten 2 Jahren Background. passieren wird, ebenfalls eine Bethesda Ankündigung, wo ich echt gespannt bin, weil ich habe bisher nur mal so ein Mini Sneak Preview, was weiß ich, darüber gesehen. Starfield. Eine komplett neue Story, nicht irgendwie auf irgendeins dieser alten Bethesda-Spiele wie Fallout, wie einen The Elder Scrolls bezogen, sondern eine komplett neue Marke, die geschaffen wird, die vermutlich so in den nächsten 1, 2 Jahren passieren wird. Es wird irgendwas mit Sci-Fi sein, aber keine Ahnung was. Ich bin gespannt. Ja, da müssen Sie aber aufpassen, weil dem entgegensteht tatsächlich auch Ubisoft, die ein neues Star Wars Game rausbringen wollen, ein Open-World-Spiel, Oh da ja. sie jetzt auch die Rechte dafür bekommen haben. Also das wird dann wohl wahrscheinlich mal nach der Ubisoft-Formel, aber es wird ein neues Open-World-Spiel geben. Ich bin schon gespannt, auf welche Türme man überall klettern darf zum Ausschau halten. So ist es. Und damit können wir die News auch schon fast abschließen. Eine letzte habe ich noch. Du bist schwanger. Das ist keine Gaming News und findest du, ich habe ein bisschen zugenommen? Das spannt gerade ein bisschen, das haben du reißt fast die Knöpfe auseinander, also. Aber ich glaube, das liegt eher an deinem Training. Das liegt am Training. Eine letzte News habe ich noch und zwar darf Valve, also das Studio hinter Steam, und fünf, ich glaube, es waren fünf andere Entwicklerstudios Strafen bezahlen. Millionenstrafen. Ui. Ja. Ui, warum das denn, Lukas? Die Europäische Kommission hat Valve und die fünf Publisher mit Geldstrafen belegt wegen Kartellabsprachen. Es geht nicht ganz um Preisabsprachen, sondern um die Einschränkung des europäischen Binnenmarktes durch sogenanntes Geo-Locking. Das soll heißen, dass man, wenn man ein Spiel im Ausland kauft, man es hierzulande nicht mehr aktivieren kann. Man kauft sich einen Steam Key und es ist dann hier blockiert. Damit soll dem Ganzen ein Riegel vorgeschoben werden, dass man nicht mehr den Binnenmarkt umgehen kann, weil man im Binnenmarkt natürlich eigentlich überall einkaufen sollte und jedes Produkt in ganz Europa dementsprechend zur Verfügung stehen muss. So, ja, doch, du darfst sie quasi im Ausland kaufen und solltest sie auch hier spielen dürfen, auch wenn sie bei uns nicht verkauft Aber dann eben im erwerblich sind. binneneuropäischen Ausland Ja, also mit und Schweiz nicht geht das im nicht. weltweiten. Genau. Wenn ich es jetzt in Frankreich besorgen würde. Und es da eben nicht zensiert wäre, dann könnte ich es hier auch spielen. Ja, das waren die News für heute. Schön, mal wieder up to date zu sein. Ja, das waren die externen News für heute. Wir haben natürlich noch unsere eigenen News. Die möchten wir auch noch kurz unterbringen. Lukas ist schwanger. Nein, immer noch nicht. Nein, wir haben uns natürlich Gedanken über den Kanal gemacht und die weitere Zukunft. Und wir werden jetzt in nächster Zeit Content zu Mass Effect und Dragon Age raushauen. Großartig. Das wird großartig. Wir wollen auf der einen Seite regelmäßig Videos hochladen, die zum einen die Story und die gesamte Welt, die Lore von den beiden Spielereien erklären. Und wir wollen aber auch ein paar Gameplay-Videos oder Gameplay-Material zeigen. Vorrangig von jeweils Mass Effect 3 und Dragon Age 3. Genau. Im Laufe der Zeit aber vielleicht noch mehr. Und anhand dieser Richtig. Spielszenen einfach das Spiel Richtig. zeigen, die Geschichte zeigen. Richtig. Es ist ja auch schon angekündigt, die Mass Effect Trilogie, das Remake davon, nee, das Remaster, wird Die Überarbeitung. die Überarbeitung, ne? HD. Steht eigentlich schon in den Startlöchern. Die ersten Termine sind auch schon geleakt von irgendwelchen asiatischen Spielehändlern, die das Ganze fürs April ansetzen. Wir können gespannt sein und freuen uns drauf und hoffentlich habe ich endlich mal ein Netzteil für den neuen Rechner. Stimmt, den braucht es auch noch. Genau, das ist so ein bisschen die Zukunft für den Kanal. Und Bin immer begrenzt. wir werden aber nebenbei auch weiterhin
ein bisschen den Podcast fortführen. Mhm. Und genau, wir werden immer wieder News nehmen. Und immer wieder die News rausbringen. Also damit ihr da draußen alle auf dem neuesten Stand bleibt und mit uns gemeinsam ganz wunderbare Welten entdecken könnt. Oh ja. Das wird groß. Ferne Welten, nahe Welten, vergangene Welten, Fantasiewelten. So ist es. Welten über Welten. Welten über Welten. So, gut. Damit wären wir am Ende der heutigen News-Folge, der Gaming-News-Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da, ein Glöckchen aktivieren, immer so leicht dran rumbimmeln. Folgt dem Kanal, aber auch auf Instagram. Und vielleicht werden wir auch irgendwann mal wieder was streamen auf Twitch. Mal schauen. Da sind wir aber auch zu finden. Also dann. Tschüss. Tschüss.